50% der Muskeln entstehen in der Küche. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, nachdem du auf das Video geklickt hast, dass du Muskeln aufbauen möchtest und fitter sein willst. Dabei ist es egal, ob man so, so oder so aussehen möchte. In allen Fällen ist es Voraussetzung, regelmäßig zu trainieren und sich entsprechend zu ernähren. In diesem Video erfährst du, wie du schneller deine Traumfigur erreichen kannst, nur indem du zusätzlich auf ein paar Punkte zum Essen vor und nach dem Training achtest. Hi, ich bin Juma und grüße dich. Beim Muskelaufbau spielt neben dem Training die Ernährung eine maßgebliche Rolle. Deshalb lohnt es sich wirklich, auf die Ernährung zu achten. Neben den gesundheitlichen Vorteilen sorgt das Ganze nämlich dafür, dass man seinen Traumkörper so schneller oder überhaupt erreicht und das absolvierte Training, sofern es dann sinnvoll konzipiert und durchgeführt wurde, maximal effektiv war. Eine gewisse Energiezufuhr und Eiweißzufuhr sind nämlich einfach notwendig, um Muskeln aufzubauen. Passt die Energie- oder Eiweißzufuhr nicht, kann man trotz Trainings keine Muskeln aufbauen. Dafür muss man jetzt nicht zwingend jede Kalorie zählen, wobei man hiermit natürlich die Ergebnisse definitiv weit optimieren kann. Aber es reichen ein paar Richtlinien aus, die man super in den Alltag integrieren kann, um schon wirklich gute Ergebnisse erzielen zu können. Bevor wir zum Essen vor und nach dem Training kommen, gibt es einen Punkt, der noch viel wichtiger ist und der erstmal die Basis bilden sollte. Und zwar überhaupt erstmal ausreichend Proteine über den Tag zu essen. Krafttraining sorgt nämlich immer für kleine Verletzungen in der Muskulatur. Und das ist ja auch gewollt, weil durch die folgende Reparatur der Muskulatur kommt dann das Wachstum zustande. Dafür ist aber wichtig, dass genug Bausteine für die Reparatur zur Verfügung stehen. Und das sind die Proteine. Fehlen die Proteine, hat der Körper keine Bausteine und dementsprechend wächst die Muskulatur auch nicht. Die ideale Eiweißmenge pro Tag ist 1,5 bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu sich zu nehmen. Mit der Menge ist gewährleistet, dass dem Körper genug Bausteine zur Verfügung stehen und somit die Muskulatur wachsen kann. Und dann kommen wir auch schon zum Pre-Workout, dem Essen vor dem Training. Das richtige Essen vor dem Training hilft dabei, mehr Energie im Training zu haben, damit unter Umständen intensiver trainieren zu können und dem Körper schon eine gewisse Menge an Bausteinen für die Regeneration nach dem Training bereitzustellen. Idealerweise isst man spätestens 2 Stunden vor dem Training zuletzt. Die optimale Mahlzeit vor dem Training besteht hauptsächlich aus Kohlenhydraten und Eiweißen. Der Fettanteil sollte eher gering sein, da Fette die Verdauung verlangsamen. Isst man 3 Stunden vor dem Training, ist der Fettanteil noch relativ egal. Aber je näher die Mahlzeit dann ans Training rankommt, desto weniger Fett sollte in der Mahlzeit sein und desto einfacher sollten die Kohlenhydrate sein, damit die Energie dann auch beim Training da ankommt, wo wir sie brauchen, nämlich in der Muskulatur. Hier ist einmal ein super Beispiel für ein Pre-Workout-Meal, was man idealerweise 1,5 bis 2 Stunden vor dem Training isst. Und zwar Porridge mit einer Banane und Nüssen. Das Ganze hat 105 Gramm Kohlenhydrate, 46 Gramm Eiweiß und 22 Gramm Fett. Für den Porridge nimmt man 130 Gramm Haferflocken und vermischt das Ganze dann mit heißem Wasser zu einem schönen Brei. Je nachdem, wie viel Wasser man nimmt, ist das Ganze dann fester oder cremiger. Dann gibt man 30 Gramm Eiweißpulver dazu und toppt das Ganze mit einer Banane und einer Handvoll Nüssen. Und damit ist man dann ideal vorbereitet fürs Training. Hat man allerdings keine Zeit oder keine Lust, 2 Stunden vor dem Training zu essen, möchte aber auch nicht nüchtern trainieren, dann sollte man einfache Kohlenhydrate, also Kohlenhydrate, die schnell verdaut werden, essen. Aber auch hier sollte man an die Eiweißquelle denken. Gegen ein Training auf nüchternem Magen spricht übrigens nichts. Wenn man das Ganze gewohnt ist, gibt es in der Regel auch keine großen Leistungseinbußen beim Krafttraining. Nüchternes Krafttraining kann sogar bei der Körperfettreduktion helfen, weil dadurch der Fettstoffwechsel im Training steigt. Aber am Ende des Tages ist es immer ein Kaloriendefizit, was der treibende Faktor zum Abnehmen ist. Und dementsprechend kann man dann auch vor dem Training essen, solange dann die Kalorien irgendwann anders am Tag eingespart werden. Trainiert man auf nüchternem Magen, dann ist das Essen nach dem Training noch umso wichtiger, um den Muskelaufbau zu optimieren. Und damit kommen wir zum Post-Workout. Auch nach dem Training sind wieder Kohlenhydrate und Eiweiße die wichtigsten Nährstoffe. Während des Trainings wird eine Menge an Glykogen verbraucht. Glykogen ist die gespeicherte Form von Kohlenhydraten in der Muskulatur, die notwendige Energie fürs Training bereitstellt. Mit einer zeitigen Zufuhr von Kohlenhydraten nach dem Training sorgt man dafür, dass die Glykogenspeicher wieder gefüllt werden und die Muskulatur besser mit Eiweißen versorgt wird. Die Mahlzeit nach dem Training sollte idealerweise fettarm sein, damit der Verdauungsprozess einfach schneller vonstatten geht und die Nährstoffe dem Körper schneller zur Verfügung stehen.
Eine super Mahlzeit nach dem Training ist zum Beispiel eine Gnocchi-Pfanne mit Gemüse und Hähnchen. Natürlich kann man anstatt des Hähnchens auch eine vegetarische Eiweißquelle nutzen. Das Ganze hat 111 Gramm Kohlenhydrate, 64 Gramm Eiweiß und 23 Gramm Fett. Das Coole daran ist, dass das Ganze auch schnell zubereitet ist, dauert nicht länger als 15 Minuten. Zunächst brät man die Gnocchis an, so dass sie schön knusprig sind. Danach brät man das Gemüse. Die Tomaten würde ich etwas später dazugeben, damit sie am Ende auch noch etwas Biss haben. Das Gemüse würzt man dann einmal mit Sojasauce, gibt ein bisschen Pfeffer dazu und noch etwas Salz. Und dann lässt man das schön braten. Sobald das Gemüse dann durch ist, gibt man die Gnocchis dazu, brät das Ganze noch einmal kurz knusprig an. Und dann ist die Mahlzeit auch schon fertig. Grundsätzlich ist es natürlich am besten, direkt nach dem Training zu essen und so mit dem Körper schnellstmöglich die notwendigen Bausteine zur Verfügung zu stellen. Im Zusammenhang mit dem Post-Workout-Meal wird auch oft von dem anabolen Fenster gesprochen. Nach der anabolen Fenstertheorie hat man nach dem Training ungefähr 30 bis 60 Minuten Zeit, in der der Körper besonders empfänglich für Nährstoffe, insbesondere Eiweiße, sein soll. Findet man in dem Zeitraum keine Eiweiße zu sich, heißt es, dass das Training so gut wie umsonst war. Fakt ist, dass diese Theorie mehrfach nachweislich widerlegt wurde. Aber trotzdem ist was Wahres dran. Es ist nämlich wirklich so, dass unser Körper nach dem Training empfänglicher für Nährstoffe ist. Schließlich wurde im Training Energie verbraucht und die Muskeln leicht beschädigt. Nach der Pre-Workout-Mahlzeit hat der Körper erstmal für 4 bis 5 Stunden Bausteine, um die regenerativen Prozesse vollständig in Gang zu setzen. Schauen wir uns doch mal unterschiedliche Szenarien an. Also, nach der Pre-Workout-Mahlzeit ist der Körper erstmal für 4 bis 5 Stunden mit Nährstoffen versorgt. Je nachdem, wie lange das Essen vor dem Training dann zurückliegt, ist der ideale Zeitraum fürs Essen nach dem Training länger oder kürzer. Schauen wir uns einmal das erste Szenario an. Da hat die Person eine Stunde vor dem Training zuletzt gegessen, dann eine Stunde trainiert und dementsprechend bleiben 3 Stunden nach dem Training als idealer Zeitraum für das Post-Workout-Meal. Im zweiten Szenario liegt die Mahlzeit schon 2 Stunden vor dem Training zurück. Wieder eine Stunde wird trainiert. Dementsprechend bleiben nach dem Training 2 Stunden als ideales Zeitfenster. Im dritten Szenario liegt die Pre-Workout-Mahlzeit schon 3 Stunden vor dem Training zurück. Dementsprechend ist der ideale Zeitraum nach dem Training nur noch eine Stunde lang. Ich hoffe, das Video war hilfreich für dich. Wenn du Fragen hast, dann schreib das gerne in die Kommentare und natürlich versuche ich das dann zu klären. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like da, abonniere den Kanal für weitere Tipps und Tricks zum Krafttraining. Und dann bis im nächsten Video.